Schönen guten Tag. Vielen Dank für Ihre Einladung, an Ihrem Forum zu sprechen. Und bitte entschuldigen Sie, dass ich aus kurzfristigen Gründen nicht persönlich teilnehmen kann, weswegen ich mich aber umso mehr freue, dass ich Ihnen über unsere Erfahrungen per Video berichten darf. Mein Name ist Hermann Arnold. Ich bin Mitgründer und Ermutiger bei Haufe Mantis. Wir sind ein Unternehmen der Haufe Gruppe und beschäftigen uns mit dem Thema Talentmanagement und wie im Unternehmen Mitarbeiter produktiv zusammenarbeiten können. Und wenn wir uns anschauen, was Unternehmen heute beschäftigt, so ist eigentlich die Medienbranche eine sehr gute Beispielbranche. Und wir erleben das ja, wie sich der Medienkonsum verändert. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass wir jetzt neue Medien nutzen, sondern dass wir die auch ganz anders einsetzen können. Und das bedeutet, dass eigentlich klassisches Verlagsgeschäft massiv zurückgegangen ist. Und wir aus diesem Grunde uns von der Zusammensetzung unseres Portfolios massiv haben ändern müssen. Sie sehen es da, wir waren 1990 noch zum großen Teil Print und heute ist es ein verschwindend kleiner Teil und gleichzeitig haben wir es aber auch geschafft, in dieser Zeit den Umsatz zu versechsfachen. Und das ist leider gar nicht ganz einfach gegangen. Das braucht auch teilweise sehr mutige Schritte und auch an bestimmten Orten Dinge, die wehtun, weil wir an bestimmten Orten eben in dem Bereich, in dem Geschäft zusammenschrumpft, auch lernen mussten, wie wir dort Kosten sparen können und auf der anderen Seite gleichzeitig in anderen Bereichen mutig zu investieren. Und wir sehen diesen Wandel in jeder anderen Branche, ob es die Automobilbranche, die Energiebranche, die Gesundheitsbranche ist. Wir erleben überall grundlegende Veränderungen. Und gekennzeichnet sind die, dass wir heute mit Konkurrenten zu tun haben, die nicht mehr aus der gleichen Branche kommen, sondern typischerweise Jungunternehmen sind Unternehmensgründungen, die mit neuen Ideen auf den Markt kommen und dann auch viel schneller und agiler, als wir das in bestehenden Unternehmen sind, neue Ideen auf den Markt bringen können. Und auch die Arbeitswelt verwandelt sich massiv. Während früher eigentlich Mitarbeiter mehr oder weniger noch nicht erfundene Maschinen waren, werden zunehmend neue Herausforderungen auch klar, wie wir im Unternehmen zusammenarbeiten können. Auf der einen Seite werden die Erwartungen und die Anforderungen unserer Mitarbeiter immer weitergehend, weil man im Prinzip so viel Freiheiten erlebt im privaten Leben, warum sollte ich das nicht auch bei der Arbeit haben? Und auf der anderen Seite sind wir aber auch als Unternehmen gefordert, Mitarbeiter stärker mit einzubeziehen, weil wenige Leute alleine werden es nicht schaffen, diese großen Herausforderungen zu meistern. Und wenn wir uns überlegen, was das für Unternehmen bedeutet, so haben wir gemerkt, dass wir viel innovativer werden müssen, wie wir Unternehmen führen. Und Innovation bedeutet ja immer, Dinge auszuprobieren, die noch nicht klar sind, wie sie funktionieren. Und notfalls auch manchmal Schiffbruch zu erleiden, um Dinge auszuprobieren und Dinge zu lernen. Und um in dem Bereich etwas mehr Sicherheit zu haben, haben wir für uns eine Landkarte entwickelt, um zu verstehen, in welchen Bereichen wir überhaupt Innovation brauchen und wie wir die dann auch entsprechend umsetzen können. Und so haben wir auf der einen Seite gesehen, im Unternehmen gibt es die Frage, welche Rolle hat denn ein Mitarbeiter im Unternehmen? Ist er im Prinzip der, der ausführt, was ihm gesagt wird, oder ist er ein Gestalter und darf er gestaltend tätig sein? Und auf der anderen Seite die Frage, wie ist die Organisation aufgebaut? Ist es etwas sehr stark Gesteuertes oder eher selbst organisiert? Und wenn wir diese Quadranten anschauen, dann sehen wir im einen Bereich das, was klassischerweise Weisung und Kontrolle ist, Command und Control. Oben steht einer, sagt, wo es lang geht und alle führen das aus. Und das war ein Erfolgsmodell in der industriellen Revolution, weil wir damit unglaublich Effizienzgewinne haben erzielen können. Was jetzt aber passiert ist, dass zunehmend die Arbeit, die wir verrichten, gar nicht mehr so kontrollierbar ist. Wer von uns kann behaupten, er kann kontrollieren, wie gut seine Mitarbeiter ihren Job machen? Und von dort her sehen wir in vielen Unternehmen Schattenorganisationen, dass es zwar eigentlich Prozesse oder Anforderungen gibt, die definiert sind und die Mitarbeiter eigentlich einhalten sollten, und trotzdem machen wir es anders, indem wir sagen, ja, aber wir wollen den Kunden zufriedenstellen, aus diesem Grund halten wir uns halt an bestimmte Vorgaben oder Regeln nicht, weil wir denken, die sind nicht sinnvoll. Und so entstehen zunehmend Schattenorganisationen, in denen Mitarbeiter machen, was sie für richtig halten. In den meisten Fällen ist das auch sehr gut. Es gibt aber manchmal dann Fälle, in denen dann Mitarbeiter im Schatten schlafen oder noch schlimmer, Dinge machen, die das Unternehmen schädigen. In der Finanzindustrie gibt es viele, viele Beispiele, wo immer wieder einzelne Mitarbeiter Milliarden verschwenden,
verzockt haben. Oder auch bei VW, der Dieselgate ist sicherlich auch ein Beispiel dafür, wie im Schatten auch negative und schädigende Sachen passieren können. Und was wir dann häufig erleben, ist, dass dann Geschäftsführer in Silicon Valley gehen, weil sie sagen, ja, wir müssen agiler werden, wir müssen uns besser organisieren, aber so wie es im Moment läuft, läuft es nicht wirklich. Und dann gehen die in Silicon Valley, schauen sich dann dort Startups an und sehen, wie die agil und selbstorganisiert arbeiten, kommen dann zurück und sagen, gut, ab morgen organisiert ihr euch selbst, wenn ihr eh schon die ganze Zeit wollt, dass ihr euch selbst organisiert, dann macht es doch. Und was dann häufig passiert, ist, dass wir am Schluss in einer überlasteten Organisation landen, also in einem Chaos fast, weil wir nämlich den Mitarbeitern gar nicht die Möglichkeiten an die Hand geben, wie sie sich selbst organisieren können. Selbstorganisation muss auch organisiert sein. Und wenn wir das nicht machen, verdammen wir Mitarbeiter dazu, die ganze Zeit versuchen, Kollegen mit einzubeziehen und in ihre Projekte, von ihren Projekten zu überzeugen. Aber wenn es dann niemanden gibt, der Konflikte schlichten kann und niemanden gibt, der Entscheidungen treffen kann, dann kann jeder im Unternehmen Nein sagen, aber niemand Ja. Und dann dreht man sich quasi im Kreise. Und natürlich sehen wir auch, es gibt eben auch gute agile Netzwerke, in denen Mitarbeiter im Unternehmen selbstgestaltend tätig werden können und damit auch sehr stark Verantwortung übernehmen können. Und wenn Sie sich kurz fragen, in welchem Bereich Sie denn eigentlich den Schwerpunkt Ihrer Organisation sehen, dann gibt es da wahrscheinlich unterschiedliche Aussagen, wo Sie Ihre Organisation sehen. Und typischerweise ist jedes Bild in einem Unternehmen ungefähr so, dass wir eigentlich alle Bereiche haben. Wir haben Teile, die gut als Weisung und Kontrolle funktionieren, Schattenorganisationen überlastet und auch agile Netzwerke. Und das ist ja auch eigentlich okay. Unser großes Problem ist, dass wenn wir über Management und Unternehmensführung nachdenken, dass wir dann immer nur fokussieren auf den linken unteren Bereich, nämlich Weisung und Kontrolle. Wenn wir ein Problem haben, überlegen wir uns, wie wir das in Weisung und Kontrolle korrigieren können. Und damit vergeben wir uns zwei große Sachen. Auf der einen Seite sehen wir gar nicht, was es sonst noch im Unternehmen gibt. Wir werden zum Beispiel manchmal gefragt, ja, wie denn das bei uns funktioniert, weil Mitarbeiter ihre Kollegen einstellen oder auch Mitarbeiter ihre Vorgesetzten wählen. Und dann klingt das immer so etwas utopisch und können die denn das überhaupt und passieren da nicht die falschen Dinge? Und dann sagen wir, ja, schauen Sie mal, in den meisten Unternehmen gibt es Vorgesetzte, die, wenn zum Beispiel es darum geht, einen neuen Mitarbeiter einzustellen, dann die verschiedenen Kandidaten dem Team vorstellen und dann am Schluss auch das Team fragen, für welchen Kandidaten seid ihr denn? Und wenn dann das Team zum Beispiel Feedback geben würde zu einem Kandidaten, den würden wir auf keinen Fall einstellen, dann würde dieser Vorgesetzte das nicht machen. Das heißt, wir haben zwar formell die Situation, dass der Vorgesetzte scheinbar entschieden hat, aber er hat das Team mit einbezogen. Und jetzt müssen wir uns fragen, wie unterstützen wir denn das heutzutage? Mit welcher Software unterstützen wir das? Mit welchen Prozessen unterstützen wir das? Mit welchen Anleitungen und Schulungen unterstützen wir das? Und wir müssen sagen, wir unterstützen es gar nicht oder ganz schlecht. Und das heißt, der Vorgesetzte muss im Prinzip aufgrund seiner Genialität oder seines persönlichen Führungsstils diese Dinge dann machen. Das ist das eine, wir unterstützen die Leute nicht. Und das zweite, was auch nicht gut ist, ist, dass andere Leute gar nicht wissen, dass man es auch so machen kann. Das heißt, es gibt dann manche Vorgesetzte, die sagen, gut, ich muss jetzt einstellen und ich mache das und stelle dann den oder die Kandidatin dann einfach ein. Und die wissen gar nicht, dass es andere Möglichkeiten gäbe, das Team mit einzubeziehen. Und so haben wir dann großen blinden Fleck, dass wir bestimmte Dinge gar nicht sehen, deshalb nicht unterstützen und auch nicht für andere nutzbar machen. Und wir glauben bei Haufe, dass wir ein Betriebssystem im Unternehmen einsetzen müssen, das sowohl moderne Weisung und Kontrolle beinhaltet, als auch agile Netzwerke. Und wenn wir uns überlegen, was das bedeutet, sind wir draufgekommen, um ein Betriebssystem zu machen, das erfolgreich funktioniert, müssen wir auf der einen Seite auf der Mitarbeiterebene Möglichkeiten schaffen, dass Mitarbeiter Verantwortung übernehmen können. Und da geht es auf der einen Seite darum, dass wir Transparenz schaffen, dass Leute tatsächlich wissen, was sie wissen müssen, damit sie Verantwortung übernehmen können. Es braucht ein gerüttetes Maß an Vertrauen, dass der Großteil der Mitarbeiter das richtig machen will, dass wir die einbeziehen in Entscheidungen. Und dass wir auch Toleranz haben gegenüber Fehlern. Typischerweise ist es so, wenn Mitarbeiter Fehler machen, dann heißt sofort, oh, das habe ich gewusst, das funktioniert nicht. Wir wissen aber sehr gut, dass auch Vorgesetzte teilweise Fehler machen. Und wir müssen uns da einfach daran gewöhnen, dass auch bei solchen Systemen Fehler passieren, aber das wichtig ist, damit Leute Verantwortung übernehmen können.
Wir brauchen auf der anderen Seite, auf der Organisationsebene, die richtige Kultur, Rituale, auch Regeln, mit denen man sich dann selbst organisieren kann. Und wir brauchen eine richtige Infrastruktur, wir brauchen Werkzeuge und Plattformen, die miteinander vernetzen und die sehr offen sind. Und wenn wir alle diese drei Dinge haben, dann kann auch ein gutes Betriebssystem funktionieren. Und ein sehr anschauliches Beispiel ist der Verkehr. Wenn wir uns das überlegen, wir haben da klare Regeln. Ich fahre auf der rechten Straßenseite. Wenn ich diese Regel nicht hätte, wäre der Verkehr deutlich weniger flüssig, es gäbe mehr Unfälle und natürlich auch sehr viel Frust. Ich habe aber für den Verkehr, dass er funktioniert, auch klare Infrastruktur. Ich habe Straßen, ich habe Zebrastreifen, ich habe Ampeln. Und dann habe ich auch die Kompetenzen im Straßenverkehr. Das ist nämlich der Führerschein. Und da lerne ich das erst und lerne die Regeln und übe zu fahren. Und sobald man dann der Meinung ist, dass ich einigermaßen die Kompetenzen habe, dann bekomme ich den Führerschein und dann darf ich auch fahren. Und dann kann es auch passieren, dass ich manchmal einen Blechschaden mache. Das gehört mit dazu, an das haben wir uns gewöhnt. Wenn sich jemand unanständig verhält, wird der Führerschein entzogen. Aber sonst darf man fahren, wann und wie man will. Natürlich immer im Rahmen der Regeln. Und um das geht es, dass wir im Unternehmen sowas aufbauen wie ein Verkehrssystem, in dem Mitarbeiter selbst das Lenkrad in die Hand nehmen können und im Sinne des Unternehmens die Dinge nach vorne bringen können. Und somit sehen wir Führungskräfte in Unternehmen zunehmend als Verantwortliche, das Betriebssystem zu aktualisieren und sich als Architekten des eigenen Betriebssystems zu verstehen. Und wenn wir mal anschauen, was wir bei H4Mantis machen und damit eigentlich auch Experimente machen, sehen wir auf der einen Seite, sagen wir, dass Mitarbeiter Unternehmen führen, das heißt, in alle wichtigen Entscheidungen sind Mitarbeiter eingebunden bei der Entscheidungsfindung. Wir haben Werte und Regeln gemeinsam definiert von unten nach oben und nicht umgekehrt. Wir legen jährlich die Ziele und die Strategien gemeinsam fest, die werden von Mitarbeitern erarbeitet und auch vorgeschlagen, weil nur dann werden sie auch wirklich umgesetzt. Wir haben Erfahrungen und Experimente gemacht, wie wir uns selbst organisieren können, insbesondere dann, wenn es Umstrukturierungen gibt. Kann man lang darüber sprechen, sehr interessantes Thema. Bei uns stellen eben, wie gesagt, Mitarbeiter ihre Kollegen ein. Bei uns wählen Mitarbeiter ihre Führungskräfte bis hin zum Geschäftsführer und auch zu mir, zum Verwaltungsratspräsidenten. Und natürlich dann auch ab. Das passiert natürlich dann auch, dass Mitarbeiter abgewählt werden. Und selbst der Zusammenschluss mit der Haufe-Gruppe war bei uns etwas, das wir demokratisch entschieden haben, bei dem also sozusagen alle Mitarbeiter während 1,5 Jahren in den Prozess mit involviert waren, mit verstanden haben, warum wir das überhaupt machen, in welche Richtung wir gehen wollen und sich aus dem heraus dann auch gemeinsam, wir uns alle gemeinsam entschieden haben, mit der Haufe-Gruppe zusammenzugehen. Und aktuell machen wir Experimente mit gegenseitiger Beurteilung, können ja Mitarbeiter viel besser ihre Kollegen einschätzen als meist Vorgesetzte, dass wir uns gemeinsame Entwicklung machen und Mitarbeiter verantwortlich sind für sich selbst und auch um andere zu entwickeln. Spiralförmige Karriere, dass also Mitarbeiter Verantwortung übernehmen, aber dann auch wieder zurücktreten, von ihrem Nachfolger lernen, sich selbst weiterentwickeln können und dann zum späteren Zeitpunkt wieder Verantwortung übernehmen können. Und auch Experimente mit, wie könnten wir Gehalt in Zukunft agiler machen und auch besser passend für den Beitrag, den ein Mitarbeiter im Unternehmen leistet. Die Frage ist, wenn Sie sagen, doch, das klingt spannend, wie könnte ich mich denn an solche Dinge heranwagen und erste Schritte machen, dann empfehlen wir, sich als erstes auf die Suche zu machen nach Teams, die es im Unternehmen gibt, die heute schon ähnlich organisiert sind, wie Sie es eigentlich denken, dass das vielleicht in Zukunft funktionieren sollte. Dann schauen Sie sich an, wie die funktionieren, wie die zusammenarbeiten, wie deren Prozesse ausschauen und arbeiten dann ein Konzept, wie man das an andere auch übergeben kann und wie man auch diese Leute besser unterstützen kann. Das heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen Team Recruiting oder Lernbudgets oder anderes, dass man sagt, okay, wir probieren das einmal aus in einem Team, wo wir das auch schon sehen, wie es läuft, versuchen das zu unterstützen, dann sammeln wir damit Erfahrungen, machen die dann auch entsprechend bekannt im Unternehmen. Und dann werden ganz selbstverständlich, wenn das gut funktioniert, andere Leute versuchen mitzumachen. Das heißt, dass sie solche Dinge auch nicht ausrollen ins Unternehmen, sondern einen Roll-in machen, in dem andere Mitarbeiter und andere Teams freiwillig sagen, sie wollen da mitmachen. Und wir als Haufe unterstützen Unternehmen dabei auf diesem Weg, indem wir sie beraten und ihnen auch mit uns
unseren Erfahrungen zur Seite stehen, die ersten Schritte zu machen. Und falls es Sie noch weiter interessiert, es gibt genügend Dinge, wo Sie nachlesen können, was wir machen und wie wir es machen. Zum Beispiel gibt es auch ein Buch, Wir sind Chef, in dem unsere Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengetragen sind und auf der auch einzelne Beispiele Schritt für Schritt beschrieben sind. Wie zum Beispiel, wie mache ich Team Recruiting, wie könnte ich Vorgesetztenwahlen machen, aber auch solche einfachen Dinge wie, wie definieren Mitarbeiter selbst ihre Aufgaben und ihr Stellenprofil, was unglaublich wichtig ist für die Produktivität im Unternehmen. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Nachmittag.